Okay, Leute, ich versuche das Video so kurz wie möglich zu halten, ja. Ich werde mich einfach nur ganz kurz rechtfertigen zu den ganzen Äußerungen, zu den ganzen Anschuldigungen und so weiter, die ihr wahrscheinlich in den letzten Tagen mitbekommen habt, ja. Ich soll wohl das N-Wort gedroppt haben und mittlerweile versuchen unzählige Menschen mich zu canceln und werfen mir diese Dinge vor. An die, die es nicht mitbekommen haben, ich schilder euch mal ganz kurz die Situation, was passiert ist. Ich habe wie immer auf Twitch gestreamt, habe eine Reaction gemacht, ja, habe auf ein Video reagiert. Irgendwelche Mädels in Berlin, glaube ich, müssen einen Typen bewerten, ob die den daten wollen, wie auch immer, keine Ahnung. Ein fresher Bruder kommt rein, ein dunkelhäutiger Bruder kommt rein. Freshes Outfit, ich gebe ihm Props für Props. Props für Props. Wobei sogar viele gesagt haben, was das für Style geht, gar nicht. Und ich habe den gefühlt, ich habe den gefeiert. Bist du, ey, voller freshy Boy, voll cool, dies und das, ich feiere seinen Style. Und habe dann irgendwann gesagt, ich feiere den Digger. Bruder, ich feiere ihn. Warte, ich sag dir ehrlich, ich feiere den Digger, der ist fresher Typ. Also der ist schöner als alle Frauen da, die da gerade stehen. Sag ich so, wie es ist, wenn wir das so vergleichen würden. Viele haben aber leider, weil ich so schnell gesprochen habe und wahrscheinlich genuschelt habe, haben sie es anders wahrgenommen. Sie dachten, ich hätte gesagt, ich feiere den N-Punkt-Punkt-Punkt. Und jetzt sag mir bitte mal als allererstes, warum sollte jemand, der einem Typen Props gibt, ey, ich feiere dich, du bist cool, dies und jenes, und zum Schluss ihn beleidigen? Das macht doch gar keinen Sinn. Als wenn ich zu meinen Kollegen gehe, ey, ich feiere dich, du Bastard. Das macht doch gar keinen Sinn, ja? Am Ende des Tages hört man das, was man hören möchte. Ich meine, ich bin ein YouTuber, der seit Jahren in diesem Game ist, und sagen wir mal, selbst wenn ich ein Rassist wäre, dann wäre ich doch niemals so doof, würde mitten einer Reaction im Livestream so etwas von mir geben und dann diese Reaction noch auf YouTube hochladen, wo das Tausende von Menschen sehen, wo ich ganz genau weiß, ich kann von heute auf morgen gecancelt werden. Ja, so doof bin ich doch nicht. Bei diesem Video, selbst wo ich das gehört habe, habe ich mir nichts dabei gedacht, weil ich für mich persönlich, weil ich nicht schwerbehindert bin, ganz klar und deutlich raushören konnte, dass ich gesagt habe, ich feiere den Digger. Weil Digger zu meinem Alltag gehört, das gehört zu meinem Wortschatz. Ich benutze jeden Tag Digger, Digger, Digger. Was ist jetzt passiert? Hä? Einige TikTok-Freiheitskämpfer, ja, die für ihre Hautfarbe kämpfen, tagtäglich, die jeden Tag auf TikTok irgendwelche Videos hochladen und nur auf diesen Moment warten, um einen Menschen zu canceln, ja, vor allem nur einen Menschen, der Reichweite hat, weil sie niemals irgendwie gegen einen was machen würden, der keine Reichweite hat, weil sie ja davon nicht profitieren, weil sie ja ganz genau wissen, Kanye wie zu erwähnen, bringt ihr Klicks und wir canceln ihn jetzt, weil sie auch höchstwahrscheinlich ein Problem mit mir haben. So, diese Bres nehmen jetzt meinen Ausschnitt, posen das auf TikTok, machen unzählige Stitches, Videos, was auch immer. Oh mein Gott, er hat die N-Bombe gedroppt. Oh mein Gott. Es kommentieren aber auch richtig viele Leute. Nein, er hat D geschrieben. Nein, mach mal Slow Motion. Nein, er hat D gesagt. Nein. Und auf Krampf gehen die auf jeden einzelnen Kommentar ein und müssen drunter kommentieren, nein, er hat N gesagt, nein, er hat N gesagt, nein, er wird gecancelt, nein, er hat N gesagt. Am Ende des Tages hört man das, was man hören will, und ich weiß nicht, was ich diesen Billys angetan habe, warum die so verbittert sind, ja, warum, was die für ein persönliches Problem mit mir haben, dass die so ein Fass aufmachen müssen und versuchen, mich tagtäglich zu canceln. Ich bekomme jeden Tag Hassnachrichten mit HS und Hass nicht gesehen, jeden Tag irgendwelche Videos auf TikTok, wo es nur um das eine blöde Thema geht, um eine Spekulation, wo man nicht mal weiß, ob ich es gesagt habe oder nicht. Sonst habe ich nichts anderes gesehen. Aber am Ende des Tages sind das auch nur Klicks für diesen Moment. Das heißt, ihr lebt von dem Moment. Ihr wisst ganz genau, bei euch läuft gar nichts. Ihr habt vielleicht 1000 Follower. Wirklich jetzt. Ich sehe Leute, die haben 1.000, 2.000 Follower auf TikTok. Die versuchen jeden Tag mit Ach und Krach irgendwas zu machen. Ist doch schön und gut. Versuch Content zu machen. Bruder, keiner sagt was. Wir haben auch klein angefangen. Aber sich so aufzubauen, wo man dann ganz genau weiß, so, ich bin jetzt dunkelhäutig, ich muss mich jetzt einsetzen für unsere Bevölkerung. Da hat wahrscheinlich einer das N-Wort gedroppt. Okay, der ist berühmt, der ist bekannt, den canceln wir jetzt. Jetzt machen wir 100.000 Videos. Hauptsache, die ganzen Leute kommen auf meine Seite. Ich kriege die ganzen Klicks, Kommentare hier, Interaktionen. Hauptsache, einfach dafür ausnutzen. Warum kommt ihr aber genau jetzt, hä? Wenn ihr euch doch so sehr für euer Land, für euer Kontinent, was auch immer, für eure Bevölkerung einsetzt, warum kommt ihr genau jetzt? Bei einer Spekulation, wo ihr vielleicht das N-Wort gehört habt, hä? Wo wart ihr denn früher? Ich will damit nicht prahlen oder sagen, ey, irgendwie mit der Masche, ich habe früher irgendwie Afrika geholfen, was auch immer. Nein, was ich mache, mache ich aus Herzen. Aber wo wart ihr früher? Warum hat denn früher keiner gepostet, Bravo Khan, der war in Afrika, der hat Brunnen bauen lassen, der hat das gemacht, Spendengelder hier, hat Essen verteilt, 20 Kilo Säcke auf seinen Nacken getragen, hä? Wo wart ihr denn da? Warum hat niemand, kein einziger von euch darauf reagiert, dass ich was für eure Bevölkerung getan habe, hä? Weil ihr nur Hass erfüllt seid. Weil ihr selbst nichts für eure Bevölkerung tut, hä? Selbst wenn ein anderer kommt und eurer Bevölkerung helfen möchte, selbst das
könnt ihr nicht abhaben. Ich weiß nicht, was euer Problem ist und das, was ich gerade auch sage, ist jetzt nicht irgendwie an die schwarze Bevölkerung. Nein, das geht nur an die schwarzen Brüder, die ein Problem gegen mich haben und bewusst jeden Tag Videos auf meinen Nacken auf TikTok machen, um mich zu canceln. Aber wo wart ihr denn? Wo wart ihr denn vor 2 Jahren, wo ich in Afrika war, hä? Und den ganzen Menschen geholfen habe? Warum habe ich denn nichts gelesen? Warum habt ihr nichts gepostet? Das Einzige, was von euch gekommen ist, hä? Von so einem riesen Wash-Baby aus Hamburg. Hü, wo sind die Spendengelder? Hü, kein Jovi hat 60.000 Euro gesammelt für eine Shisha-Bar. Warum immer Kinder in Afrika? Warum? Lasst doch mal die Kinder in Afrika in Ruhe. Ihr wollt euren Menschen selber nicht helfen. Ihr wollt eurer Bevölkerung selber nicht helfen, Alter. Das Einzige, was ihr könnt, ist nur einen auf Malcolm X machen, canceln. Wenn ihr einen auf Freiheitskämpfer macht, hä, dann geht doch nach Amerika, wo George Floyd angegriffen worden ist, wo die ganzen Menschen auf die Straße gegangen sind. Wo wart ihr da? Warum seid ihr nicht nach Amerika geflogen und habt da einen auf Mann gemacht? Wir kämpfen jetzt. Da fliegt ihr nach Amerika und kämpft gegen diese ganzen Polizisten. Hä? Die zu 100% was gegen eure Hautfarbe haben. Aber nein, ein Türke, ein Kenneck, der kommt mit einer Spekulation, der wahrscheinlich, vielleicht die Endbombe gedroppt hat. Ja? Was aber nicht zu 100% sicher ist, den müssen wir jetzt canceln. Aber tagtäglich benutzt ihr gegenseitig untereinander das N-Wort. Ihr habt nicht mal Respekt unter euch selbst. Und dann heult ihr rum, wenn ein anderer die Endbombe droppt. Was labert ihr da, Alter? Und ich will damit nicht sagen, dass das gerechtfertigt ist. Aber habt ihr mal einen Juden gesehen? Der aus Spaß zu einem anderen Juden gesagt habe, haha, ich vergesse dich jetzt? Hä? Guck mal, klar, Digga, labert mich nicht voll von wegen M-Bombe, canceln hier und da. Was ist los mit euch, ja? Guck mal, wenn du ein Problem mit mir hast, was auch immer, wenn du ein bisschen neidisch bist, was auch immer, weil es bei dir nicht geklappt hat, weil du nicht erfolgreich bist, was auch immer, wenn du so verbittert bist, Bruder, komm zu mir, rede, was auch immer, Wallah, ich helfe dir, ich push dich. Ich habe so viele schwarze Freunde und will gar nicht mit dieser Politik kommen, aber mit wie vielen schwarzen Brüdern habe ich früher YouTube-Videos gedreht, habe Content gemacht. Hab Freunde gehabt, was labert ihr da, Digga, Alter? Hä? Und jetzt nochmal, um das Ganze klarzustellen. Ich schwöre bei Gott, ich habe nicht die N-Bombe gedroppt. Ich hab's nicht gesagt und ich hab nicht mal die Intention gehabt, gar nichts. Ich habe gesagt, ich feiere den Digga. Ja? Weil das N von dem Den und das Digga, weil das so beieinander, nah beieinander ist. Deswegen kam es vielleicht so rüber. Aber hier habe ich das Ganze nochmal in Slow-Motion gepackt, um euch zu zeigen, wo man eigentlich nochmal ganz klar und deutlich raushören kann, dass ich Digga gesagt habe. Bruder, ich feiere ihn. Wallah, sag dir ehrlich, ich feier den Digga, der ist fresh, der Typ. Aber selbst da werden diese verbitterten und verblendeten Menschen sagen, die nur das hören, was sie hören wollen. Er hat N gesagt. Nee, wir hören N. Euch kann man nicht helfen. Aber danke, danke, danke an die schwarzen Brüder, die mir geschrieben haben. Bro, mach dir nichts raus, wir feiern dich. Du hast so viel für uns getan, du warst sogar in Afrika. Da sind irgendwelche Kinder, die was von wegen labern, hier und da. Wir wissen, wie stabil du bist, du hast reine Absichten, du hast ein reines Herz. Die mich seit Jahren kennen, die wissen, wie ich bin, die wissen, wie ich bin. Und deswegen, Kuss geht raus an die, die zu mir geschrieben haben und gesagt haben, Bro, mach dir nichts raus, wir sind da, wir sind bei dir. Und ich rede nicht hier irgendwie negativ über die ganzen Schwarzen, was auch immer. Wallah, ich liebe euch, ihr seid meine Brüder. Es geht nur um die, die bewusst Fitner machen und versuchen, mich zu canceln. Und jetzt kommen wir zu diesen anderen Videos, ja, wo die Leute mich irgendwie beschuldigen, von wegen, ich wäre doch ein Rassist. Ich möchte jetzt diese ganzen billigen TikToker, diese Stinker-TikToker hier nicht einblenden und denen ein Gesicht geben, ja, weil die leben am Ende des Tages nur von diesem Moment. Die nutzen mein Gesicht, meinen Namen, machen ein paar Klicks und am nächsten Tag kennt die keiner mehr. Und deswegen bewusst werde ich euren Namen und Bilder und was auch immer Videos hier nicht zeigen. Aber was hat ein TikToker gemacht? Der hat alte Videos von mir genommen und ein paar aktuelle und hat es so darstellen lassen, dass ich ein Rassist wäre. Vor 7, 8 Jahren gab es ein Video, muss ich jetzt hier nicht einblenden. Da gab es ein Video, ich habe mich selber aufgenommen, ich kam vom Friseur, Seiten auf 0, oben ganz kurz, so typischer Drake-Schnitt. 7, 8 Jahre mindestens her. Was habe ich gesagt? Was würde jetzt Drake sagen? Oder keine Ahnung, Ma mit dem N-Wort, mit dem N-Buchstabe, Ma Digga. Ich sag jetzt bewusst Digga. Ma Digga, hab dabei gelacht. Vor vielen Jahren habe ich mich dafür gerade gemacht, hab mich entschuldigt, weil ich aus Spaß unter Freunden, was wir geschickt haben, das N-Wort gesagt habe. Ich aber mich dennoch dafür gerade gemacht habe, da waren auch wirklich ein Haufen Brüder in Düsseldorf, ja, das Thema war groß, wir haben darüber geredet und die haben gesagt, ey, weißt du was, gerade gemacht, so, alles cool, wir wissen, wie du bist, Kahn ist nicht so. Die haben sich sogar für mich eingesetzt, ja, und haben gesagt, lass dir mal in Ruhe, so. Fand ich sehr korrekt von denen. Und jetzt nehmen die diesen Clip und sagen, er hat damals schon das N-Wort gedroppt. Viele haben dieses Video vielleicht gesehen, ich habe mich dafür gerade gemacht, ich habe doch einfach nur aus Spaß gesagt, weil ich glaube sogar, das war von diesem Film Training Day, wo der Schauspieler gesagt hat, Ma, Digga, ja. Ich glaube sogar, deswegen habe ich das nachgesprochen. Das war
sehr kindisch, sehr unreif, aber es war wirklich nicht mit einer bösen Absicht oder Intention. Ja? Es war einfach nur für den Moment, es war auch lustig, was aber dennoch nicht korrekt war. Und ich mich aber dafür gerade gemacht habe und entschuldigt habe. Das Video hätten wir schon mal. Jetzt kommen die mit was anderem und sagen, er wäre doch ein Rassist, weil ich mich rassistisch gegenüber Manuelsen geäußert hätte. Ja? Was wird mir jetzt vorgeworfen? Dieser folgende Clip. Sitzt da, ist behaart wie ein kleiner Affe, so gelbe Haut und der stinkt bestimmt auch. Der sieht aus, als ob der stinkt, als ob er sich nicht viel pflegt. Ein Schwarzer sagt, sitzt da, behaart wie ein Affe. Checkst du? Also, ich bitte dich. Wallah, no racism. Aber ein Schwarzer sagt, sitzt da wie ein behaarter Affe. Also, verstehe ich jetzt nicht, warum er so beleidigt. Ihr habt jetzt meine Aussage gesehen. Diese Aussage habe ich darauf folgend getätigt, dass Manu Abe zu den Aviranos sagt, du bist ein behaarter Affe. Diese Aussage von mir sollte weder rassistisch sonst noch was rüberkommen oder ein Angriff gegen Manu sein. Das sollte einfach nur auf seine Doppelmoral hinweisen. Manu beschwert sich über jede rassistische Äußerung oder sonst was, ist aber der Schlimmste, wenn es um Beleidigungen und sonst was geht. Ja? Und hier in diesem Falle wird er selbst rassistisch. Er greift darauf zurück, dass er sagt, du bist behaart wie ein Affe. Ja, ich denke ein bisschen weiter voraus und denke mir, komm, einige verstehen das. Ich will damit andeuten, dass du selbst als Schwarzer so betitelt wirst oder werden kannst und das nicht möchtest, aber selbst auf diese billigen rassistischen Äußerungen zurückgreifst und andere so betitelst. Das heißt, du sitzt im Glashaus. Du selbst wirst oder kannst so rassistisch betitelt werden, äußerst dich aber im selben Atemzug ebenfalls rassistisch gegenüber anderen. Mit behaarter Affe sagst irgendwie, du gelber Typ, deine Hautfarbe ist gelb, was ist das denn? Hast dich von A bis Z über ihn lustig gemacht, den beleidigt bis zum geht nicht mehr. Bro, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Lediglich nur darum ging es. Gott sei Dank gibt es sehr, sehr viele Menschen, die gebildet sind, die IQ haben, die einfach nur weiter voraus und die meine Sätze verstehen. Aber der Rest, der leider dumm und ungebildet ist, ja, die sehen nur das Negative. Rassistisch, rassistisch. Aber die denken nicht ein bisschen weiter voraus. Und natürlich wird dann einfach nur dieser kleine und kurze Clip Ausschnitt von mir genommen, wo ich diese rassistische Aussage tätige, damit ich natürlich wieder im schlechten Bild dargestellt werde. Aber die Vorgeschichte davor, dass Manu sich ebenfalls rassistisch geäußert hat, andere totbeleidigt hat und was auch immer, nee, das ist egal, das interessiert aber keinen, ne? Und jetzt kommen wir zu dir, Manu, hä? Malcolm Mix aus Ruhrpott, hä? Du Freiheitskämpfer. Derjenige, der sich für alle immer wieder einsetzt. Löwe, Rassismus müssen wir bekämpfen, hier und da, hä? Der Erste, der rumheult, wenn irgendwas Falsches gesagt wird. Aber der Erste auch, zeitgleich, hä? Parallel, der alle Mütter, Schwestern im Islam, alle beleidigen muss. Was tausendmal schlimmer ist. Wer hat denn ein Mädchen an der Tonaufnahme von A bis Z auf dein Kopftuch, mache ich dies und das und... Wer hat unsere Schwestern im Glauben, im Islam so runtergemacht, fertig gemacht, beleidigt, hä? Du bist doch Muslim. Sunnite, Schiite, Kurde, Türke, Araber. Ich weiß selber nicht, was du bist, aber du bist ja irgendwie alles, hä? Du bist auf jeden Fall alles, aber kein Schwarzer. Wärst du Schwarzer, der für seine Schwarzen einsteht und für Rassismus kämpft, dann würdest du doch nicht versuchen, seit Jahren in einen Club dazu zu gehören, wenn dieser Club gegen Schwarzes bzw. Schwarze gar nicht dabei haben möchte, hä? No Monkeys in the Club. Was bedeutet No Monkeys in the Club? Über welchen Club reden wir denn? Hä? Wer will euch denn nicht dabei haben? Hä? Sind das aber meine Äußerungen? Sind das Sachen, die ich behaupte? Nein. Was hat denn Kastra im Interview gesagt? Was hat er denn über dich erzählt? Dass du seit Jahren, was ich hier wiedergebe, sind einfach nur Fakten von Kastra, ein altes Teammitglied. Was hat er denn erzählt, dass du seit Jahren dazugehören möchtest, hä? No Monkeys in the Club und du als Schwarzer willst dich Schwarze einsetzen? Hör mal, hast du noch alle Latten im Zaun? Hör mal, wie doppelmoralisch bist du denn? Also zu Manuel, sag ich denn jetzt aber Manuel, ja. Richtig kennengelernt habe ich ihn dann aber erst dann zur Hells Angels Zeit. Er war ja Supporter, ja, aber der natürlich auch versucht hier irgendwie irgendwas darzustellen. Hells Angels, was er natürlich nicht wird. Er wird kein Member, weil die Regeln es einfach nicht zulassen. No Monkeys in the Club heißt die Regel. Ich habe sie nicht ausgedacht, sie ist dreckig, sie ist rassistisch, aber so war es damals einfach. Die Regeln sind jetzt schon über 50, 60 Jahre alt und No Monkeys in the Club. Wo setzt du dich für deine schwarzen Brüder ein, wenn du in einen Clan dazugehören willst, der euch nicht mal akzeptiert? Und dann laberst du mir von wegen, ich bin für Schwarze und jeder, der das hier und da und canceln und so. Warum Nolios Hanalan? Schmarma selber. Und jetzt lass mich nicht diese ganzen Memos auspacken, wo du unsere muslimischen Schwestern beleidigt hast, die mit Kopftuch, ich mache dies und das auf dein Kopftuch, wie ekelhaft du dich geäußert hast, hä? Was ist schlimmer? Was ist schlimmer? Warum du hast gegen eine ganze Religion geschossen, dann gegen deine eigene? Und jetzt willst du sowas vergleichen? Schau mal erstmal in den Spiegel.
Hä? Roman, kommst du und schämst dich nicht? Wir haben ja eine Vorgeschichte, wir haben eine kleine Vorgeschichte. Ich habe ja immer wieder auf deren Podcast reagiert, habe mich ein bisschen lustig gemacht, weil sein Kollege nicht so gut Deutsch kam. Dennoch feiere ich die aber, das war alles so auf Humorbasis. Die haben sich beschwert, Manu hat in seiner Insta-Story gedroht, ich lasse deine Videos striken, reagiere nicht mehr, dies und das. Habe die Videos runtergenommen, habe mich sogar danach entschuldigt gerade gemacht, weil es nicht böse gemeint war. Ich so, hey, alles cool, ich feiere euch mal. Nein, so, Missverständnis. Dann haben wir ein bisschen geschrieben, okay, Instagram hier, kamst du zu einem Gespräch, wollten die Sache klären, wie Männer, Khalas, hat nicht geklappt. Aber jetzt, was du gemacht hast, du hast übertrieben. Du hast eine gewisse Grenze überschritten, die hättest du nicht überschreiten sollen. Ich würde gerne auch viele Ausschnitte und Videos und Stimmen und das von ihnen einblenden. Weißt du? Problem, ich mache das lieber nicht, weil er natürlich mit seinen Strikes droht wie ein kleines Kind. Ich strike dein Video, weil die nicht kritikfähig sind, aber gegen jeden x-billigen Zweig natürlich schießen und beleidigen, wie sie wollen. Aber hier habt ihr einen Ausschnitt, wo auf Türkisch von A bis Z meine Mutter beleidigt wird. Hä? Aus aller Schlimmste wird auf meine Mutter drauf eingegangen. Und dieses KY, keine Sorge Leute, es gibt keinen hier sonst in Deutschland, der irgendwie den Zahlen in KY hat. Und wir haben eine Vorgeschichte, ich bin zu 100% damit gemeint. Guck mal, das, was du gemacht hast, überschreitet eine gewisse Grenze. Ich bin kein ABK, kein Bösemann oder sonst wen, den du irgendwie im Internet Ansagen machen kannst, ja, die irgendwie Angst vor dir haben, sich verstecken müssen. Ich laufe draußen frei rum. Ich habe keine Angst vor dir. Du bist in meinen Augen ein Hund. Du bist ein Hund, der seit Jahren irgendeiner Bande hinterherläuft, wo selber du und deine Hautfarbe nicht mal willkommen sind. Du bist für mich eine Witzfigur. Digga, wenn ich auf TikTok deinen Namen eingebe, ist dir nur Memes, Meme, du bist ein Meme, du bist ein Meme, du bist nichts. Seit Jahren versuchst du Musik zu machen, hier und da. Deine Interviews haben mehr Klicks als deine Liederland. Du bist ein alter, verbitterter Mann, der einfach nicht darauf klarkommt, dass er nichts erreicht hat und lässt seinen Frust bei anderen ab. Aber ich sag dir jetzt deine Sache, ich will gar nicht so viel reden, Digga. Mir kannst du keine Ansagen machen. Du kannst so viel beleidigen, wie du willst. In meinen Augen bist du ein Witz. Am jüngsten Tag, Jomel Qiyama, du wirst so viele Sünden, du wirst so viel mit auf deinen Schultern tragen. Hä? Du hast so vielen, vor allem muslimischen Geschwistern, so viel Unrecht getan. Du hast Leute versucht zu erpressen, zu bedrohen. Hast sie beleidigt und was weiß ich. Was haben Mütter damit zu tun? Warum gehst du auf Mütter, hä? Ich sag dir jetzt eine Sache. Mir machst du keine Angst. Wenn du willst, treffen wir uns. Wir klären das. Aber du bist ein Schäfchen. Du bist ein Schäfchen, hä? Versteckst dich hinter deiner Bande, hinter deinen Leuten. Gehst mit 1000 Männern zu irgendwelchen Leuten, machst immer einen auf stark, einen auf cool. Patsch, patsch, patsch. Mit 10 Mann auf diesen einen Animus. Was denn passiert im Ring gegen böse Mann? 1 gegen 1. Wo du deinen Mann stellen musstest, wo du geredet hast. Wie ein Löwe, ich bin dies und das. Pa, 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 blitzschnell. Hä? Mit deinem Minirock, mit deinem Ballerina-Rock da. Hä? Lagst du am Boden. Hä? Du Pottwal. Hä? Du Pottwal, Alter. Du bist ein Witz, bist du. Schieß so viel du willst. Beleidige so viel du bist. Du bist und bleibst ein Witz. Willst du das mit mir klären? Ich will das gerne mit dir klären. Lass uns in den Ring gehen. Lass mich deine Fresse polieren. Und wir klären das für alle Male. Aber denk nicht, du könntest mir Angst machen. Ich reagiere auf euch, haha, Manu, Abi, wir lachen ja ein bisschen. Oder, wer bist du dann? Du bist ein Witz, bist du, das bist du. Denkst du mit deinen 2 Meter irgendwie, dass du jetzt krass bist? Allah hat dir, mashallah, eine Größe, eine Statur gegeben, eine Aura. Aber leider kein Gehirn. Leider fehlt dir dein Gehirn. Und genauso fehlt auch leider vielen Leuten da draußen das Gehirn. Hä? Wenn man genau hinhören würde, wenn man mich kennen würde, ja, wenn man schauen würde, wer ist dieser Junge, der angeblich eine N-Bombe droppt da, würde man wissen, der Kahn würde sowas niemals machen. Was labert ihr da, Digga? Was labert ihr da? Ich habe versucht, so viel zu... Ich will nicht über diese ganzen guten Taten sprechen. Um Gottes Willen. Oder wenn ich was mache aus meinem tiefsten Herzen, ich muss damit nicht prahlen. Aber gerne haben wir so Projekte gemacht. Wir haben hier und da versucht zu unterstützen. Und Chala Yarab bekommen wir die Möglichkeit, es immer und immer wieder zu machen. Sei es unsere afrikanischen Geschwister, unsere Geschwister in Palästina oder sonst wo. Ich habe ein reines Herz, reine Absichten. Ich würde niemals eine Bevölkerung versuchen anzugreifen, bewusst diese Endbombe zu droppen und irgendwie euch... Ich weiß, was ihr durchgemacht habt. Ich weiß auch, wie viel Leid ihr ertragen müsst. Aber bitte, hört auf, diese Sache, diesen Rassismus auszunutzen für Klicks und hier und da. Weil ich kann einige von euch leider nicht mehr ernst nehmen, die auf TikTok diese Videos machen. Canceln, N-Bombe gedroppt, hier, dies und das. Bruder, Wallah, ihr macht euch lächerlich, Wallah. Flieg mal nach Amerika, geh mal auf die Straßen, protestier mal ein bisschen. Zeig mal, dass du ein Mann bist, ein Achi, ha? Aber komm mir nicht an mit TikTok, Bruder. Was ist TikTok? Ich küsse dein Herz. Bist du jetzt ein Mann geworden, ha? Hast du jetzt Rassismus gestoppt, ha? Wegen einer Spekulation, ob es ein D oder N war? Du hast jetzt einen gecancelt. Wow, was hast du geschafft? Was hast du erreicht? Was hast du bewegt in Afrika? Was hast du für deine Bevölkerung, für deine Hautfarbe bewegt? Was hast du erreicht? Gar nichts dann. Witzfigur. Und bitte versteht mich nicht falsch. Ich rede nicht über alle Schwarze oder über unsere schwarzen Brüder und Schwestern. Ich rede über die Hirnlosen. Über die Hirnlosen, die versuchen mich zu canceln. Bewusst. Die bewusst nur das hören, was sie hören wollen.